Es war angerichtet für das Länderderby zwischen dem ERC Algelasti Klosterna und der Lorenzlift VU Feldkirch. Am letzten Spieltag der Zwischenrunde wurden die Platzierungen für die Playoffs ausgespielt und dementsprechend ging es auch zur Sache. Den Grün spielten Hausherren mit einem Traumstart. Barney war bereits in der zweiten Minute zur Stelle und markierte mit diesem Treffer das 1:0 für den ERC Lustenau. Der frühe Führungstreffer hemmte allerdings den Spielfluss der Gastgeber. Die VU kam immer besser in die Partie und durfte nur 5 Minuten später über den Ausgleich jubeln. Essmann stand in dieser Szene goldrichtig und erzielte das 1:1. Bei diesem Spielstand ging es dann auch zum ersten Mal in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste aus dem Oberland das Kommando. Feldkirch dominierte in weiterer Folge das Spielgeschehen auf dem Eis und belohnte sich auch dafür. Stanley hier mit dem idealen Assist für Christoph Draschkowitz. Draschkowitz hielt einfach drauf, brachte die Scheibe irgendwie an Keeper Reitungs vorbei und erzielte so das 2:1 für Feldkirch. Die Gäste nun mit noch mehr Selbstvertrauen und wenig später abermals erfolgreich. Hampel beförderte die Hartgummischeibe hier irgendwie in die Maschen und scorte so zum 3:1 für die Gäste aus der Montfortstadt. Aber die Löwen des ERC Lustenau zeigten nun ihr Kämpferherz. Hampel saß auf der Strafbank, die Gastgeber also in Überzahl und wiederum war es Barney, der traf. Der Legionär in der Zone am rechten Fleck und mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend. Neuer Spielstand, nur noch 2:3 aus Sicht des ERC Lustenau. Die Partie also wieder offen und im letzten Drittel auch sehr unterhaltsam. Lustenau drückte vehement auf den Ausgleich und Feldkirch ständig für schnelle Breaks gut. Hier setzte Draschkowitz zum Solo an, bei Keeper Reitums war dann aber Endstation. Knapp 1,5 Minuten vor Spielende riskierte Lustenau dann nochmals alles und ersetzte den Torhüter mit einem 6. Feldspieler. Aber Feldkirch gewann das Bulli, sicherte sich die Scheibe und spielte dann geschickt aus der Zone. Meier zog auf und davon und scorte zum 4:2 für die Gäste. Noch war die Partie aber nicht zu Ende, denn wenig später musste wieder gut in die Kühlbox. Lustenau nun also gleich mit 2 Feldspielern mehr auf dem Eis und die Hausherren nutzten diese Chance. Erneut drückte Barney ab und traf zum 3:4. Dies war gleichzeitig aber der Endstand. Lustenau trifft im Playoff-Viertelfinale somit auf den ERC Bregenzer Wald. Feldkirch bekommt es mit Kapfenberg zu tun. Ja, Feldkirch hat verdient gewonnen. Wir waren einfach jedes Mal einen Schritt zu langsam. Und ja, also wir sind mal selber schuld, dass wir heute verloren haben. Und ja, jetzt müssen wir vorausschauen. Sie hätten ein bisschen besser spielen können. Im ersten Drittel haben wir ein bisschen verschlafen. Wir haben einfach nicht den Biss gehabt, was die Feldkircher gehabt haben. Dank dem Powerplay sind wir irgendwie zurückgekommen, aber 5 gegen 5 wieder. Martin schon gesagt hat, waren wir einfach einen Schritt schneller und wir müssen einfach schauen, dass wir konstant bleiben. Bei uns sind momentan riesen Schwankungen drin, ein Drittel spielen wir gut und dann wieder schlecht und ja, einfach schauen, dass wir bissiger werden und im Playoff kostet es viel.